stop! Bye, I'm going to the supermarket. Wait, take your Echo bug. Hey! Oh, I know. Kādā jaukā dienā Baltijas jūrā atgadījās šāds notikums. Tīra jūra, tīra jūra. Tīra jūra klāt. Un tu esi, un tu esi. Jūrmalā. Labdien! Esmu meitene, kas prot runāt ar zivīm. Esmu atbraukusi uz Baltijas jūru noskaidrot, kā jūtas zivis. Palīgā! Palīgā! Es kaut ko dzirdu. Došos turp. Kas noticis? Man nav ko elpot. Palīdzi man. Labi, es vienu zivu varu ielikt savā akvārijā. Palīgā! Palīgā! Palīdz man arī! Man arī nav ko elpot. Cilvēki lieto tik daudz ķīmisko līdzekļu vannas istabā, veļas mašīnā un virtuvē, kad es un manas draudzenes dzīves vairs nespēju dzīvot savās mājās Baltijas jūrā. Piedod, man bija akvārija vieta tikai vienai zivī. Akvāj, akvāj! Bet es varu aizvākt tavās mājās atbrīvot vietu un atbraukt tev patkaļ. Es gaidīšu, pasteidzies! Rīcības dēļ zivis nejūtas labi savās mājās. Rūpēsimies par Baltijas jūru katru dienu. Es war einmal ein kleiner, friedlicher Wald, in dem viele Tiere hausten und dem bis zu einem sonnigen Tag im Sommer kein Mensch beachtete oder besuchte. Doch an diesem Tag sollte sich alles ändern. Die Tiere fliehten aus dem Wald, da sie ahnten, dass etwas Böses geschehen wird. Einen Tag darauf kamen Männer im Auftrag der Stadt, um den Wald abzuholzen. Denn der Bürgermeister dachte, dass an dieser Stelle eine Autobahn nützlicher wäre als ein Wald. Er hörte nicht auf die Argumente für den Wald, die einige Bürgerinnen und Bürger vorbrachten. Es waren Gründe, wie das dadurch die Tiere vertrieben werden, die hohe Luftverschmutzung wegen der Autobahn. Außerdem wird das Stadtbild ruiniert und die Möglichkeit verfällt, den Wald zu einem Park umzuwandeln. Ein Jahr später wäre an dieser Stelle eine vielbefahrene Autobahn. Doch da kam die Landeszauberprinzessin. Sie war im ganzen Land als die selbstlose, tierfreundliche und sympathische Zauberin bekannt. Die junge Frau deckte sich suchend nach den Tieren um, entdeckte diese aber nicht. Der Wald wurde von ihr Schritt für Schritt wieder hergezaubert. So dachte sie, würden die Tiere von alleine wiederkommen. Mit den Pflanzen kehrten die Geräusche zurück. In kurzer Zeit war der Wald wieder vollständig an seinem Platz. Die Menschen waren so überwältigt von diesem neuen, lebendigen Wald, wie sie nie gedacht hätten.
Sie liefen auf ihn zu, genossen die frische, kühle Luft, das Gezwitscher der Vögel und erfreuten sich an diesen einfachen Dingen. Die Landeszauberprinzessin vereinbarte mit dem Bürgermeister, dass dieser Ort ein Naturschutzgebiet wird. Alle waren mit dieser Vereinbarung zufrieden. Die weiße Frau zauberte ein Banner herbei. Respect for the Earth, respect for yourselves. Und wenn der Wald nicht abgehört wurde, steht er noch heute.